Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video schauen wir uns Chillis an. Ich hatte wieder einige Leute gefragt, ob ich schon mal ein Update bringen kann. Deshalb mache ich das jetzt hier auch in diesem Video. Und wer hier meinen Content feiert und auch die Mühe wertschätzt, die ich hier in YouTube immer reinstecke, der drückt mal den Daumen nach oben und hinterlässt mir gerne einen Kommentar mit dem Coin, den ich als nächstes analysieren soll. Und ja, ich habe jetzt auch, weil so viele Leute auch gefragt haben, mir Patreon gemacht. Dort werde ich immer in Echtzeit meine Trades, die ich selber nehme, reinschicken. Das könnt ihr monatlich abonnieren. Und dann könnt ihr auch meine Trades 1 zu 1 übernehmen. Da schicke ich, wie gesagt, jeden Trade rein, den ich auch persönlich nehme, mit genauem Stop-Loss, mit Take-Profit und allen wichtigen Informationen, die ihr braucht, um diesen Trade auch nehmen zu können. Checkt das einfach mal aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und jetzt starten wir mal direkt mit der Analyse und Prognose von Chillis. So, wir befinden uns jetzt hier im Chillis-Chart. Und ich hatte ja letztes Mal schon dieses große Dreieck hier angesprochen, was hier eigentlich nach oben hin ausgebrochen ist mit einer Breakout-Confirmation, und dann sind wir sogar tatsächlich ein wenig gestiegen, haben dann aber den Pump, den wir hier hätten erwarten können, leider nicht bekommen und sind dann hier in dieses Dreiecks-Pattern reingegangen. Dieses zweite Dreieck, was sich hier an dieser Stelle hier dann gebildet hat, hatte ich ja auch schon mal in dem letzten Video erwähnt. Da blende ich jetzt nochmal ganz genau den Ausschnitt ein, was ich da genau gesagt habe. Das einzige Problem, was wir jetzt hier an der Stelle haben könnten, ist natürlich, dass wir hier jetzt an der Stelle hier den Retest nicht bekommen, nicht mehr auf der 20er EMA bouncen. Die EMA ist ja für uns ein Support, und dass wir dann erstmal hier runterbrechen und dann, wie gesagt, hier unser Preisziel hier erreichen und damit dann auch sehr wahrscheinlich die 50er EMA nochmal retesten wird. So, wir haben jetzt gesehen, dass ich im letzten Video gesagt habe, dass wenn wir hier die 20er EMA nicht mehr halten an dieser Stelle, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich nach unten hin ausbrechen. Genau das ist passiert. Wir sind jetzt auch da nach unten hin ausgebrochen. Dann gab es jetzt hier, was relativ komisch war, noch einen krassen Pump, der sogar bis oberhalb des Widerstandes hier gegangen ist. Leider haben wir da oben keine 4-Stunden-Kerze geschlossen, was dann dazu geführt hat, dass wir auch direkt wieder hier abverkauft wurden und dann wieder unter die 20er EMA gebrochen sind und dann hier weiter tiefer gegangen sind. Das heißt, ich rechne aktuell damit auch, dass wir hier erstmal weiterfallen und das Preisziel von ca. 37 Cent erstmal berühren werden und danach auch die 50er EMA. Und ich denke, auf der 50er EMA werden wir spätestens wieder Support finden. Falls wir die 50er EMA nicht mehr halten können, wovon ich aktuell nicht ausgehe, ich denke, dass wir hier Support finden werden. Falls das jetzt nicht so ist, werden wir weiter runterfallen auf ca. 25 Cent, wo dann die 100er EMA aktuell liegt. Und das wäre natürlich aktuell sehr, sehr, sehr bearish. Und ich habe ja auch gesagt im letzten Video zu Chillis, dass wenn wir die 20er EMA hier nicht mehr halten, dass ich auf jeden Fall nicht mehr bullish bin, was Chillis angeht. Und das ist auch aktuell jetzt so. Wir haben jetzt hier die 20er EMA als Widerstand getestet und wir haben auch hier den Breakdown an dieser Stelle dann hier bestätigt, sind dann weiter runtergegangen, also sind unter dieses Low gegangen, was jetzt auch dazu führt, dass wir sehr wahrscheinlich nochmal tiefere Preise sehen werden, dass wir, wie gesagt, hier das Preisziel von ca. 37 Cent erreichen, da noch die 50er EMA retesten. Wenn ich jetzt hier die Chart-Patterns mal rausmache, dann erkennen wir auch, dass sich jetzt hier auch über die Zeit ein relativ starker Abwärtstrend geformt hat, mit immer tieferen Hochpunkten und tieferen Tiefpunkten, was natürlich dann der Indikator ist für einen Abwärtstrend. Ich zeichne euch den mal ein, wie der hier ungefähr aussieht. Den kann man eigentlich quasi hier so verbinden. Um diesen Abwärtstrend jetzt hier an dieser Stelle zu beenden, müssen wir auf jeden Fall wieder über die 20er EMA kommen. Das ist jetzt für mich wirklich ausschlaggebend. Wenn wir wieder über die 20er EMA kommen, dann bin ich auf jeden Fall wieder bullish für Chillis, weil wir sind jetzt hier sehr lange in einem Downtrend gewesen, der jetzt hier die ganze Zeit uns hier so runtergeführt hat. Es könnte natürlich auch sein, dass wir jetzt hier an der Stelle nochmal ein Pattern formen, was dann nach oben hin ausbricht. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten in der Telegram-Gruppe und natürlich auch bei Patreon. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall, um den Abwärtstrend zu beenden, hier ein Higher High machen und dann wichtig ein Higher Low. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, dürfen wir jetzt nicht mehr, wenn wir wieder hochgehen, ein Higher High gemacht haben, müssen wir erstmal über das Level von 54 Cent gehen, dazu auch über die 20er EMA, und dann dürfen wir definitiv nicht mehr unter das Level von 42 Cent gehen, weil wir sonst den Abwärtstrend sehr wahrscheinlich fortführen werden. Und ja, wie gesagt, aktuell sieht das hier bei Chillis wirklich nicht allzu gut aus, und ich rechne aktuell, wie gesagt, dass wir hier das Preisziel und die 50er EMA erstmal erreichen werden. Und falls sich hier nochmal was ändert und wir doch wieder bullish sein werden, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und das war es jetzt auch erstmal von diesem kleinen Update-Video zu Chillis. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar mit dem Coin, den ich als nächstes analysieren soll. Und das war es jetzt auch von diesem Video, und bis dann und ciao.